My craft is death. What is your pledge? My pledge is eternal service. Moin zusammen, wir werfen heute einen Blick in eine Welt, in der es extrem düster ist, in der nur Krieg herrscht und in der die Überbleibsel der Menschheit gegen Tyranniden kämpfen. Wir gucken uns Space Marine 2 auf dem Steam Deck an. Ein Spiel, das unter anderem durch eine extrem fette Optik glänzt, zumindest auf den Plattformen, auf denen das Spiel rausgekommen ist. Moderne PCs, die PS5, die Xbox Series X werden alle sehr gefordert von diesem Spiel. Die Frage ist, kann da das Steam Deck auch mithalten, was ja prinzipiell sowas wie Last-Gen-Hardware im Vergleich zu diesen Plattformen ist. Wir gucken mal rein. Diejenigen von euch, die sich schon mal mit dem Warhammer-Universum auseinandergesetzt haben, wissen vermutlich, dass es ein Sci-Fi-Universum ist, das in den Grundsätzen ganz ähnlich funktioniert wie das in Blizzard StarCraft. Es gibt diverse große Parteien, die in einem immerwährenden Krieg miteinander stehen. Und es gibt riesige Bedrohungen, die alles Mögliche auslöschen und die Menschheit als Ganzes bedrohen. Und dieses Spiel folgt einigen dieser Einheiten, die sich dem Ganzen entgegenstellen. Das sind die Space Marines oder die Ultramarines, die 3 Meter groß sind, extrem fett hochgeplustert sind, augmentiert mit den krassesten Sachen, die Menschheit erfunden hat und sich damit durch Gegner metzeln. Und genau das ist auch Phase bei diesem Spiel. In das Warhammer-Universum eintauchen und dabei so viele Gegner platt machen, wie nur irgendwie möglich. Wir werfen mal kurz einen Blick auf die Einstellungen. So unfassbar viel haben wir hier gar nicht, dass wir einstellen können. Wenn ihr das Spiel zum ersten Mal startet und die Videoeinstellung nicht verändert, dann geht das Spiel erstmal davon aus, dass ihr die Schattenqualität auf hoch haben möchtet. Würde ich euch hart von abraten, denn das Spiel braucht jedes bisschen an Leistung, was ihr irgendwie aus den Einstellungen rauskitzeln könnt. Deswegen prinzipiell alles auf niedrig stellen. Und das Einzige, wo ich euch von niedrig abraten würde, wäre FSR 2. Nutzt es ruhig, aber eher sowas wie balanciert, ausgeglichen oder Qualität. Denn Performance und Super-Performance sieht halt einfach wirklich nicht gut aus. Die einzigen Sachen, die ich hier auf Medium gelassen habe, ist Texturfiltering und Texturresolution. Das Spiel startet mit einem Tutorial, wo ihr alleine unterwegs seid. Und ich war tatsächlich erstmal ziemlich überrascht, wie gut das funktioniert hat. Wenn wir uns hier durch Gegner metzeln und in das Kampfsystem eingeführt werden, dann hat das Spiel überraschend häufig, für mich zumindest, die 30 FPS ganz gut gehalten. Und auch wenn wir in größere Fights vorgehen, in denen mehr Monster am Start sind, in denen das Areal größer ist und vielleicht mehr im Hintergrund geladen wird, dann ist auch da die FPS-Zahl nicht so, dass ich es komplett unspielbar nennen würde. Wir sind hier regelmäßig unter 30 unterwegs oder beziehungsweise dauerhaft unter 30 unterwegs. Und das ist natürlich nicht ideal, gerade nicht für ein Spiel, in dem ihr sowas wie Parieren und Konter benutzen müsst. Denn da kommt es darauf an, dass ihr das in einem Zeitrahmen macht, den das Spiel als okay erachtet. Und dafür braucht man eher stabile 30 bis eigentlich sogar eher 40 bis 60 FPS. Das Ende des Tutorials ist dann eine Massenschlacht und da könnt ihr quasi zugucken, wie die FPS langsam in die Knie gehen und relativ regelmäßig auch unter die 20 FPS fallen. Aber auch da hätte ich gesagt, okay, das sind vielleicht Set-Pieces. Das bedeutet, ihr bekommt die ein paar Mal im Spiel zu sehen, aber vielleicht jetzt nicht die ganze Zeit. Und da kann man vielleicht auch irgendwie mit leben. Wenn man zum Beispiel jetzt sagt, wir locken die FPS irgendwie bei 22, 23 ein und stellen die Bildwiederholungsfrequenz, wenn ihr Steam Deck OLED hat, auf 66, dann könnt ihr vielleicht zumindest doch ein stabiles Erlebnis haben mit dem Spiel.
Aber ja, dann stellt euch das Spiel mehr oder weniger ab diesem Zeitpunkt zwei NPCs zur Verfügung, die mit euch unterwegs sind und die auch mit euch in die Missionen gehen. Entweder das oder ihr könnt das Spiel sogar im Koop spielen. Ich habe es ein bisschen lang nur im Offline-Modus ausprobiert. Und während diese Segmente, in denen ihr auf eurem Schiff unterwegs seid, extrem fett aussehen, also das Gefühl, im Warhammer-Universum unterwegs zu sein, ist auf jeden Fall da und kommt auch auf dem Steam Deck rüber. Denn der Detailgrad ist sehr hoch, die Atmosphäre super dicht. Die haben quasi in jedes Asset so viel Warhammer reingepackt, wie nur irgendwie möglich. Aber ihr seht auch, dass die FPS hier nicht mal mehr versuchen, quasi an die 30 ranzukommen. Und sobald wir uns in die nächste Mission stürzen, könnt ihr das quasi mehr oder weniger vergessen, auf eine vernünftige, spielbare FPS zu kommen. Ich würde persönlich sagen, das ist es nicht wert. Das lohnt sich gerade nicht. Möglicherweise wird das Spiel nochmal optimiert, keine Ahnung. Auf den PCs und Konsolen scheint es aber sehr stabil zu laufen eigentlich. Deswegen vermute ich nicht, dass die noch irgendwo große Reserven finden, mit denen das Spiel auf dem Steam Deck besser läuft, als es derzeit der Fall ist. Und es gibt Spiele, bei denen man auch mit diesen FPS das Ganze auf dem Steam Deck machen kann. Da es zum Beispiel ein rundenbasiertes Kampfsystem hat oder so, gucken wir uns zum Beispiel Baldur's Gate an. Auch da geht die FPS ab und zu mal in die Knie. Aber da geht es nicht darum, dass wir großartig auf unsere Reaktionen angewiesen sind, sondern da geht es eher darum, dass wir nachdenken und überlegen. Hier kommt es oft darauf an, dass wir in einem Bruchteil der Sekunde zielen, attackieren, blocken oder parieren. Und das ist mit dieser fluktuierenden und sehr niedrigen FPS-Zahl nicht möglich. Das können wir knicken. Ja. Bisschen schade, aber es gibt eine Menge anderer Warhammer-Spiele, die ihr auf dem Steam Deck zocken könnt. Ich werde zum Beispiel demnächst nochmal einen kleinen Blick auf Rogue Trader werfen. Da bin ich gerade mit angefangen, das funktioniert auf dem Steam Deck besser. Oder auch diverse ältere Spiele, zum Beispiel auch das erste Space Marine, läuft auf dem Steam Deck prima. So viel dazu. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit, wann immer ihr das guckt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss!